einen wunderschönen guten Tag zurück zu Abyss. Schön, dass ihr wieder da seid. Das freut mich. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dich sehe. Hier so, während ich das spiele, finde ich toll, wenn du dabei bist. Ehrlich. Ganz im Ernst, weiter so. Du darfst auch gerne abonnieren oder liken oder kommentieren. Da würde mich auch ganz doll freuen. Ja? Ich finde das schön, wenn du da bist. Ganz im Ernst. Genau dich. Ja, dich. Genau du. Ja. Alles klar. Hi. Hey. Jo. Alles gut? Schön. Freut mich. Ja. Ja. Ja, bei mir auch. Okay. Sollen wir weitermachen? Okay. Okay. Alles klar. Gut. Dann machen wir weiter. Ja, letzte Folge habe ich ja dieses komische... Oder haben wir? Sag ich jetzt einfach mal ganz dreist. War es mir bestimmt ganz toll geholfen. Dieses komische Domino-Spiel gemacht, wo ich gedacht habe, was ist denn das? Und dadurch hat sich unser Wimmelbild verabschiedet. Also, kann man verstehen? Muss man aber nicht. In meinem Fall, nein. Gut. Ist jetzt ja auch nicht so die Überraschung, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Wir haben jetzt hier die Pipette, damit können wir jetzt, glaube ich, den Kleber irgendwie da drauf brutzeln. Ist das richtig? Jetzt nehmen wir nämlich hier, wenn man mit einer Pipette auch super den Kleber da rauskriegt. Ja. Und dann nehmen wir das und... So. Einen davon haben wir. Boah. Okay, wir brauchen noch Prismen. Wir haben einen Schlüssel. Wozu könnte dieser Schlüssel gehören? Ich bin am Überlegen. War hier noch irgendwo was, was wir noch nicht hatten? Ach, er ist das! Ah! Okay, wusste ich nicht mehr. Hab ich verdrängt. Er war das. Okay, tot oder lebendig. Scheinbar hat er es geschafft zu überleben bis jetzt. Ja, wunderschön. Wir haben ja einen Schlüssel. Ah, hier ist ja auch noch irgendwas, ne? Ach du Scheiße, ey. Oh, ich muss niesen. Oh. Danke. Ui. Ja. Hä, wofür brauche ich denn... Wofür habe ich denn hier einen Schlüssel? Ich habe einen Schlüssel, da kann ich aber nichts mit tun. Das ist sinnlos. Ja, danke. Ist mir aufgefallen. Aber was mache ich denn damit? Hier ist doch nichts. Hier ist doch nichts. Da ist hier dieses Loch, wo das Mädchen durch ist, was uns aber bis jetzt immer noch gar nichts gebracht hat. Aha! Look at this, motherfucker! Geil. Okay. Ich bin verwirrt, wo muss ich hin? Da lang. Okay, hoppa galoppa. Opi galoppi und rein damit. Komisch, warum ist der eine jetzt rot? Ah, I see what you did there. Jetzt können wir nämlich... Platziere die Spiegel so, dass sie die Lichtstrahlen zu den passenden farbigen Sicherungen lenken. Holy fucking moly. Hä? Oh, shit. Also. Okay, pass auf. Also. Er hier muss auf jeden Fall nach da gelenkt werden. So. Er weg. Hallo. Okay. Das war schon mal nicht so schwer. Das ist auch nicht schwer. Okay, das ist doch schwer. Mir fehlt einer. Also schwer kann er ja nicht. Also das hier ist ja...
Nicht anders machbar, oder? Ich kann ja Dinge hier nicht drehen. Ne, die gehen ja eindeutig immer noch da. Ah! Bin so dumm. Bin so doof. The elevator should be able to reach the bottom floor now. Ist das gut oder schlecht? Tschüss. Und jetzt sind wir einfach mal eben wieder unter Wasser. This place is completely flooded. Really? Ist mir nie aufgefallen. Hat die jetzt die ganze Zeit ihre Atemmaske aufgehabt? Nee, also. Wie? Komm, frag gar nicht. Die Kiste muss runtergefallen sein, Werkzeuge sind im Schmutz gelandet. Ja, schön. Kannst sie nicht aufheben. Ich schätze mal, wir müssen erst irgendwie Wasser ablassen. Ich erreiche den Schlüssel und Rohr nicht, aber vielleicht kann ich ihn weiter vorholen. Okay. Erstens, Schlüssel stets mit den mit sich führen oder im Schließfach lassen. Zweitens, alle IDs zweimal überprüfen. Drittens, einige Metalldetektoren im Schließfach lassen. Eigene, Entschuldigung. Okay, ehrlich gesagt, ja. Danke für die Info. Den Knopf doch gar nicht angefasst und er hat... Naja, komm. Ich nehme einfach mal, was ich kriege, ne? Gut, wir haben jetzt ein Cuttermesser. Hey, was mache ich denn mit dem Cuttermesser? Hallo! Willst du jetzt aber nicht erzählen, dass wir mit dem Cuttermesser irgendwie... Ja, wollte sagen, das wäre nämlich der übelste Schwachsinn. Was ist das? Was ist das? Alleine oder nur mit einem Hebel kann man dieses massive Tor unmöglich öffnen. Ach so. Was ist denn das hier? Ein Stein? Ein Kanister? Glaube ich. Aber wenn ich ehrlich bin, gehen mir hier die Ideen aus. Was soll ich denn hier machen? Ah, gesucht. Professor Liam McKenna oder Kenner. Wegen Konspiration. Gegen die neue Ordnung. Wer ist denn er? Professor Liam. Okay. Ja gut. Kann ich denn hier nichts machen? Weil hier blinkt dann irgendwas. Okay, ist immer so runtergefahren, dann bin ich jetzt gelandet. Ja, kannst du hier nicht buddeln oder so? Ja, war ich da jetzt schon 10-mal. Was sagt die Karte denn gerade? Die Karte sagt, die sind wir richtig. Eine Folie versperrt den Weg nach oben. Oh, weiße LOL. That must be the center of the Enlightenment that Logan was talking about. Okay. Das Zentrum der Erleuchtung. Oh, ich kann gerade kein. Ich kann heute mit der Stimme nicht. Nein, tut mir leid. Leider nein. Leider gar nicht. Hier. Nein. Hier ist irgendwas. Da fehlt uns natürlich ein Oktopus. Sieht aus wie ein Oktopus drin. Ja. Okay. Da müssen wir einen Oktopus vorher platt quetschen und da reindrücken. Wer bist du? Ah, der hat eine Gehhilfe dabei. Das macht Sinn. Sieht wie Poseidon aus. Findest du? Nee. Herrscher der Wellen, aber fehlt ihm nicht etwas. Ja, der hat eigentlich einen Dreizack. Aber ohne den Dreizack, wie willst du denn erkennen, dass das Poseidon ist?
Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist Ujo, das ist Poseidon. Okay, das ist ein Dreizackteil. Ach du Kacke, ich sehe schon, worauf der hinausläuft, ey. Diese Stange geht bis in die Decke, wofür sie wohl gut ist. LM. Das ist der Liam McGonagall. Liam McGonagall, der ist doch von Harry Potter, ne? Das ist der Mann von der Weiße, ne? Ja. Professor Liam McGonagall, siehst du, sag ich ja. Alle Kurse werden abgesagt. Kann ich da bitte mal rein? Wohl eher nicht, ne? Ich komme von hier unten nicht an das Regal. Ah. Okay. G. Ach du Scheiße. Schreibmaschinentasten 1 von 3. Eines der Bücher fehlt. Ah, Scheiße, ey. Immer fehlt irgendwas, ne? Immer fehlt irgendwas. Ja, ja, komm. Kann ich jetzt die Leiter wieder... Nein, kann ich nicht. Danke. Ich dachte, vielleicht kann man sich die anderen auch mal angucken. Ich sehe gerade nicht, wo ich hier... Was ich hier... Okay, jetzt muss ich auch hier gar nichts mehr tun. Alles klar. Alles klar. Wie komme ich... Ah. Aber, hä? Hier muss ich jetzt immer tun? Was kann ich denn jetzt mit dem Stock machen? Ah. Naja, gut. Hi, Kollege, was geht ab, Junge? Hui! Juhu! Der hat aber Spaß. Los, hab ich gefunden. Schlödels. Damit kommen wir bestimmt in den komischen Raum von dem Ollen. Richtig? Jawohl, ja. Was? Ja, dafür habe ich dann Schlüssel. Leute, ehrlich, ey. Okay, das sieht schon irgendwie cool aus, muss ich zugeben. Was ist das? Das ist noch mehr von dem Toxic-Scheiß. Und da drin ist ja noch so ein Teil vom Dreizack. Einer dieser alten Dia-Projektoren, aber ohne Dia ist er nutzlos. Ja, das macht Sinn. Hier ist dieses Gift-Ding. Wie komme ich denn da ran? Gar nicht. Moment. Hm. Was ist das? Holy motherfucking moly. Was ist das denn hier alles? Okay, wir haben einen Magneton. Wir haben keine Zeit, um zu spielen. Hä, wieso spielen? Extrem lichtempfindlich. Fürchtet sehr helles Licht. Okay, haben wir... Wir haben unsere Taschenlampe leider nicht mehr. Bin schon wieder an die Scheiß... an das Scheiß Mikrofon gekommen, ne? Ja, whatever. Hashtag whatever. A dummy book in a study full of scientific tomes. That's weird. That's weird. Und das ist das, was du seltsam findest, ja? Und dann all den ganzen komischen Sachen, die passieren. Aha. Es muss ein Heilmittel geben, ich muss es finden. Okay, wenn du das sagst. Ich glaube dir das einfach mal. Ich glaube dir einfach mal. Wobei, das Poster schon geil gemacht. Also, das sieht cool aus, muss ich zugeben. Das haben sie cool designt. Hier ist die Schreibmaschine, aber da fehlt mir noch ein Teil. Okay, also den Dreizack, die Krone und das Horn braucht er. Und dann passiert irgendwas ganz Krasses. Krass. 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 Kiste ist zugenagelt. Ja, bis gerade hatten wir ja auch, ein Dings. Ein Brecheisen. Das hat die alle aber irgendwo hingelegt und weiß jetzt schon wieder nicht mehr, wo das ist. Weißt du, das ist natürlich clever. Clever. Ja. Wir haben ja ein Buch, also ist nicht so, als können wir nichts tun. Ja,
Also, jetzt weiß ich natürlich nicht genau. Also, das gehört auf jeden Fall so. Ich weiß jetzt natürlich nicht so ganz, ob die jetzt, ob da was davor oder dahinter gehört. Ach, scheiße. Hä? Nee, warte mal. Hä? Nee, warte. Halleluja. Oh, geil. Da haben wir schon mal die Krone. Schon mal ein Teil gefunden. Hier, Kollege. Kannst du haben. Brauche ich nicht mehr. Magnet. Ah, Moment. Ich habe eine Idee. Kannst du mal bitte zurückgehen? Danke. Ja, geil. Hier fehlt irgendwas, das haben wir aber noch nicht. Da. Schreibmaschine. Hey, wieso? Aber die hat das doch nicht selber geschrieben. Wofür brauchst du dann die Knöpfe, wenn das schon vorher da drin steht? Greg, ich habe ein Heilmittel gegen die Besessenheit gefunden. Ich habe meine Notizen versteckt. Der Herrscher der Meere beschützt sie. Du musst seine Accessories sammeln und an die richtigen Stellen setzen. Folge meinen Initialen. Siehst du, ich habe da von vornherein gesagt. Was ist das denn? Runenstein, 1 von 8. Natürlich. Natürlich, 1 von 8 natürlich. Gar kein Problem. Machen wir ganz schnell. 8 Teile finden. Easy! Da ist das komische Auge, da ist schon mal der Tutor. Und den Rest brauchen wir nicht, oder was? Komisch, es gibt scheinbar keine Öffnung. Ja, ist ja egal, sieht aus, als wenn man das Geld bringen würde. Nehmt mit, können wir auf eBay verticken. Was ist denn los mit dir, ey? Mann, 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 ey. So, hier hast du schon mal deinen Tutor. Okay, also, wir brauchen noch 7 Runensteine und noch ein Dreizackteil. Da ist auf jeden Fall das Auge. Was ist das denn? Ja, da... Metalldetektor. Fehlt der Bolzen. Ja, ist doch egal, nehmen wir doch mit, ey. Den Bolzen finden wir schon irgendwann. Boah, ist die doof, ne? Ah, Metalldetektor. Nee, macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich weiß gar nicht, warum ich das probiert habe. Aber Moment mal. Läuft. Ich habe vergessen, was ich suche eigentlich. Was brauche ich denn? Hey, was brauche ich denn? War jetzt, ne? Ja. Gut, das war ein bisschen seltsam, aber eigentlich ganz in Ordnung, also ganz cool, muss ich sagen. Bisschen seltsam, aber naja. Eine Zange. Und jetzt stellt sich mir schon wieder die Frage, was mache ich mit der Zange? Hä, war denn irgendwo was, wo was rausgezogen werden musste? Nö, oder? Musste ich irgendwo was rausziehen? Was ist denn hiermit? Nee. Ja, da muss ich was machen, aber... Da kann ich ja nicht mehr eine Zange ran. Wisst ihr denn zu... Ah! Ja, da konntest du doch auch mit der Zange rein. Ey, stell dich doch nicht so an. Was ist denn los mit dir? Aber wir brauchen noch 2 Teile. Fuck. Ohne Dias ist ja nutzlos. Ja, schön, danke. Ah, hier. Jo, genau.
Was? Verschiebe die Objekte, um die Stücke des Fischskeletts zu finden. Muss ich das dann da reintun oder was? Alter Vater, ey, ist ja gar nicht nervig. Alter. Hä? Was suche ich denn jetzt hier gerade? Willst du mich verarschen oder was? Wo ist das denn bitte? Ah, da. Alles klar. Aha, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ja, ja, ja. Bücherei. Da. Fischi, bitteschön. Was? 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 Really? Boah! Das sieht ja vielleicht cool aus. Wie geil ist das denn bitte? Guck, wie cool das einfach aussieht. Voll geil. Ich weiß zwar nicht, was das hier ist, aber ich hätte das gerne gesehen, wenn er gelebt hat. Also gelebt hat. Fett. So, guck mal, jetzt habe ich hier... Und das hier... Den mache ich aber nicht. Ich mache das jetzt nicht nochmal. Also habe ich lieber ein Wimmelbild, ey. Teil des Dreizacks. Ja, das brauchen wir ja auch. Voll geiles Wimmelbild. Ohne Scheiß. Fossil, da. Oder Hummer. Fossil. Achso, den müssen wir zusammensetzen. Geil. Teil des Dreizacks. Ja, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich echt bin. Doch, da. Krokodilauge. Wie genau ist denn... Wie sieht denn genau ein Krokodilauge jetzt aus? Ich wüsste jetzt nicht, dass ich mich schon mal dort hier wahrscheinlich... Ja. Schwertfisch. Das war mal ein Schwertfisch. Ammonit. Ammonit ist so ein... auch so ein Wassertier. So ein Urzeitvieh. Das hier. Also das... Ne? Die sind dann... Die haben da so Tentakeln rausgehabt, wie so ein Oktopus mit Schale quasi. Also nur kleiner. Und nicht so lange Arme, so irgendwie, ne? Das war doch ein Ammonit dann. Seeteufel. Das hier ist ein Seeteufel. Seegurke. Krass, wie geil das alles hier mit See ist. Eine Seegurke ist ja. Lass mich mal eben überlegen. Wie sieht denn nochmal eine Seegurke aus? Ich überspringe da mal eben. Eine Koralle ist ja relativ. Das ist ja eine Koralle hier. Nur nicht die richtige. Läuft bei dir. Hey, das ist doch eine Koralle. Gehen wir doch nicht auf den Sack, ey. Hm. Laterne? Easy. Seesalz. Das hier? Nee. Das war das Seesalz. Und ein Hai. Ja gut, den hat man auch sehr gut gesehen. Okay, Koralle und Seegurke. Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Um schlau wie eine Seegurke aussieht, wenn ich ehrlich bin. Ah, da, da. Ja, doch wie eine Gurke. Und die Koralle? Ah, da. Viel zu weit weg da hinten. Ich dachte gar nicht, dass er zum Bild gehört. Geil. Boah, wie geil das hier einfach aussieht. Ey, guck es dir an. Was? Da ist ein kleines Loch im Globus. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich noch nicht alles dafür habe, Gott sei Dank. Boah. Das ist schon heftig. Was ist das hier? Ein Kescher. Ein Kescher. Fischnetz.
Da ist kein bisschen Gas mehr drin. Das ist übrigens auch ein Benzinfeuerzeug, meine Liebe. Da ist kein Gas drin, da ist Benzin drin, wenn dann. Aber warum kann ich denn dann hier noch sein, wenn ich hier nichts mehr brauche? Aber das brauche ich doch. Aber dann brauche ich Gas wahrscheinlich. Okay, ich glaube, hier können wir gerade nichts tun, weil wir erst Benzin brauchen und Gas brauchen für das komische Ding. Und hier, nee, kann ich gerade nichts tun. Ja, nicht schlimm. Dann machen wir jetzt hier einen Cut. Alter, das sieht ja mal, also der Dino sieht ja mal richtig geil aus. Krasses Dino-Skelett. Hammer, geiles Dino-Skelett. Keine Ahnung, Alter. Finde ich echt, echt cool. Also der Raum hier gefällt mir am besten, ehrlich. Mit Abstand, also das Bild ist einfach hammergeil. Egal. Hier machen wir jetzt einen Cut. Und, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, ja, was heißt, wir nähern uns langsam dem Ende. Ich glaube, wir nähern uns noch nicht dem Ende. Das werden noch ein paar Folgen werden. Weil das sich immer wieder aufschaukelt. Ich habe fast gedacht, wir hätten es schon geschafft. Als ich in dem einen Raum das Boot gesehen habe, habe ich gedacht, krass, Alter, wir gehen jetzt ins Boot und tschüss. Wir nehmen jetzt unseren Ollen, schnappen ihn unter, schippen uns ihn auf die Schulter, steigen in das Boot und schippern weg. Aber natürlich haben wir den Stuff of Wisdom nicht. Deswegen kommen wir da nicht durch. Aber egal. Gut, schauen wir mal nächste Folge, wie es hier weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssen.